Ja, guten Abend, meine Damen und Herren, auch von unserem Kommentatorenplatz im Berliner Olympiastadion. Die Mannschaftsaufstellungen werden eben bekannt gegeben und das ist doch für uns ein Grund, nachdem wir noch mal ein bisschen auf die zahlreich erschienenen Fans, sowohl aus Stuttgart als auch aus Cottbus und vor allem aus der näheren Umgebung von Cottbus, das sind ja schließlich nur etwa 1 bis 1,5 Autostunden bis hierher, auf die Aufstellungen schauen. Der VfB Stuttgart mit Franz Wohlfahrt im Tor. Thorsten Legert hat sich sehr auf das Spiel gefreut. 6, 7 Wochen musste pausieren. Heute ist er mit dabei. Thomas Berthold. Ihm können solche Zuschauerkulissen keine Schauer über den Rücken jagen. Dann Frank Delart, der Libero. Hagner, die Entdeckung dieser Saison auf der rechten Seite. Und Marco Haber als Manndecker, nicht etwa Thomas Schneider. Jogi Löw hat es angedeutet, der zuletzt sehr gut gespielt hat. An Elber, Gott sei Dank mit dabei. Balakow, die Seele des VfB-Spiels. Freddy Bobic, trotz Ischias-Beschwerden, gestern vor dem Training gespritzt. Auch dabei Poschner im Mittelfeld und Soldo, der halbe Balakow, was das Rückenfreihalten für den Bulgaren betrifft im Mittelfeld. Taktisch sieht das so aus. Joachim Löw hat ja anders als Rolf Bringer früher, der auf die Viererkette versessen war, eine Dreierabwehrkette eingeführt mit Haber, Verlat und Berthold. Dann im Mittelfeld Soldo, der defensive Mann, genauso wie Poschner. Das Ganze müssen Sie sich natürlich, hat die Grafik ein bisschen durcheinander gebracht, seitenverkehrt vorstellen. Legert spielt natürlich auf der linken Seite, Hagner auf der rechten Seite und Poschner ebenfalls halb links und Soldo halb rechts und Bobic und Elber die beiden Sturmspitzen. Dann die Mannschaft von Energie Cottbus. Kai Wehner, der ruhende Pol im Tor. Der Kapitän ohne Binde. Der General, genannt von seinem Trainer Hossmann, der Ausputzer heute. Dann die Manndecker, Benken und der Kapitän mit Binde, Jens Melzig. Die Mittelfeldspieler, Irrgang, Schneider und Zöffel. Eine der beiden Sturmspitzen, Toralf Konecke. Ergänzend im Mittelfeld, das war die einzige umstrittene Position noch gestern Abend. Woltmann auf der linken Seite, die zweite Sturmspitze. Frank Seifert und der Mann, auf den es heute ankommt, neben Trainer Eduard Geier natürlich, mit der 21, Willi Kronhardt. Denn wenn Sie mal genau hinschauen, hinten das Bermuda-Dreieck, so wird es im Cottbus genannt, dass das magische Dreieck des VfB in den Griff bekommen soll, mit Hossmann, Benken und Melzig. Zentral defensiv Willi Kronhardt, er ist der Sonderbewacher für Balakow. Jetzt aber erstmal die Nationalhymne mit Anna-Maria Kaufmann. Im Feld agieren werden, meinte Steinborn nur. Ich habe ein Motto als Schiedsrichter: aktiv werden, ein Spiel lenken und leiten und es nicht verwalten. Ich kann nur sagen, in diesem Sinne wird er es öffentlich-rechtlich lenken. Dieses Pokalfinale, Schiedsrichter Steinborn vom SC Rhein-Arsinzig. Dem Verein, wo er übrigens früher auch mal selbst Fußball gespielt hat. Nochmal unser Rocket Man. Stolz hat er erzählt, dass er auf diese Art und Weise mit dieser Technik über 800 PS verfügen würde und man ihn deshalb getrost als schwebendes Formel-1-Fahrzeug bezeichnen kann. Jetzt aber, meine Damen und Herren, geht's endlich los. Groß gegen Klein, vermeintlich. Zumindest Vorspielbeginn. Stuttgart gegen Cottbus. Ab Spielbeginn war er mit dabei. Als Aberglauben, natürlich hat er ihn an, Eduard Geier, schon ein bisschen helfen. Und vorne mit dabei Berthold und Verlat. Und Soldo. Und er hat geholfen. Gegen den Kopfball von Soldo. Auf der Linie stand da Kronat. Leicht abgefälscht. Frank Seifert. Balakow nach Fehler von Kronat. Und Balakow sofort mit der Chance.
anerkennenswert, dass der Balakow da nicht etwa den richtigen Moment abgewartet hat, um sich fallen zu lassen, sondern die Chance gesucht hat, am Ball zu bleiben. Zwei hat er ausgespielt. Und viele andere hätten sich in diesem Moment fallen lassen, nicht aber ein Krasimir Balakow. In der Mitte Detlef Irrgang. Er könnte da hinkommen. Aber Franz Wohlfahrt. Aber er stolperte, stürzte, rutschte aus und suchte sein Heil in der Textilbremse. Die kennen da nichts. Englische Härte. Sowohl bei Konecki als auch bei den aufrückenden Abwehrspielern von Energie Cottbus. Da Jens Melzig und Co. Balakow zum Zweiten. Dieses Mal passen sie besser auf Soldo auf, aber nicht auf Berthold. Und dann ist er drin. Drei Mann inklusive Haber liefen da zum Ball. Und Elber ist der Mann, meine Damen und Herren, der als erster am Ball war. Ich habe es ja gesagt, Eckbälle von Balakow. Haber, Soldo, Berthold. Alle drei lösten sich. Die Abwehrspieler folgten den Dreien und Elber war frei. Balakows Eckbälle, eine Augenweide. Noch ein bisschen Wind unterstützt vom Schnitt. Schauen Sie, Berthold, wer alles dabei? Soldo. Und auf die haben sie sich konzentriert. Und Soldo und Berthold haben den Elber richtig freigesperrt. Der löst sich als Letzter. Hat ihn gar nicht mal richtig mit der Stirn erwischt. Und genau das, was er wollte. Jogi Löw, ein frühes Führungstor und ausgerechnet Elber. Vor wenigen Tagen schien es so, nach dem, was er über das Präsidium erzählt hat, das würde ihn Löw vielleicht gar nicht aufstellen. Aber in seinem letzten Spiel für den VfB das Führungstor erzielt. Soldos Kopfballstärke zum zweiten Mal von immensem Vorteil für den VfB und Hagner. Endlich mal zum Zuge gekommen. Noch wenig angespielt bisher über rechts. Balakow. Berthold. Und Poschner. Lag der Ball zum zweiten Mal auf dem falschen Fuß. Ben Benken als Mittelfeldspieler vor Jahren geholt nach Cottbus. Aber Eduard Geier sagte, technisch ist er nicht ganz so stark. Ich mache ihn zum Manndecker. Das hat sich bewährt. Balakow, herrlich vorbereitet für Poschner. Der VfB führt zur Pause sicherlich verdient mit 1:0 gegen Energie Cottbus. Cottbus hat sich achtbar aus der Affäre gezogen. Der große Unterschied war er hier, Krasimir Balakow. Was gab es für Klischees vorher? Groß gegen klein, Kunst gegen Handwerk.
Offensive gegen Defensive. Dies ist alles nur in Ansätzen so gekommen, meine Damen und Herren. Sicherlich nur eine, auch nicht besonders hochkarätige Chance für Energie Cottbus. Das Sturmspiel zu schwach und vor allem das Mittelfeld des VfB dank ihm, aber auch dank dem dahinter, dank Poschner, wesentlich besser als das von Cottbus. Dennoch Komplimente an die Adresse, auch in diesem Finalspiel von Energie Cottbus. Herzhaft gesehen, das Motto der ersten 45 Minuten Balla Balla war, denn dank ihm führt der VfB mit 1:0. Wobei uns jetzt in der Zeitlupe, weil wir Giovanni Elber gerade sehen, noch einmal imponiert hat, dass er nicht wie ein Kopfball-Rambo englischen Vorbilds dieses Tor gemacht hat, sondern den Ball geradezu mit der Stirn liebkoste. Balakow, drei Cottbusser liefen auf ihn zu und dann ließ er den Ball abtropfen. Aber sie nutzen es nicht. Aber wirken mehr nach vorne orientiert, die Cottbusser zu Beginn der zweiten Halbzeit. Auch Hossmann kommt plötzlich vor, der Libero. Irrgang! Das gibt's doch nicht. Eine solche Chance bekommt er vielleicht kein zweites Mal. Ich sag's ja, Detlef Irrgang. Immer wieder dieser Irrgang. Du siehst ihn nicht und plötzlich ist er frei. Und macht in der Regel die Tore. Wunderschöne Drehung. Das ist der berühmte Irrgang-Haken. Er kennt eigentlich nur zwei Drehungen. Den Haken nach rechts und den nach links. Und mit diesen Haken, meine Damen und Herren, hat er schon viele düpiert. Es gab mal vor zwei Jahren ein Freundschaftsspiel zum Ende der Saison gegen Schalke 04. Da sagte Olaf Thon zu ihm, das machst du kein zweites Mal mehr mit mir. So ließ er den da ins Leere laufen, wie in dieser Szene Legat. Jetzt geht's los. Aber Fehler von Wehner auf Bobic. Torhüterfehler, aber Bobic. Zum Glück für den Cottbuser Torwart legt sich den Ball zu weit vor. Und meine Damen und Herren, jetzt müssen wir auf die Bande schauen. Was ist das Loch von Klinsmann gegen das neue Bobic-Loch? In der Werbebande schauen Sie mal dahin. Im Berliner Olympiastadion. Da geht ja gut los, lebendig in dieser zweiten Halbzeit. Aber was für ein Fehler von Wehner. Hinter dem Tor von Kai Wehner wird heftig diskutiert bei den Verantwortlichen für die Werbung. Schauen Sie sich das an. Da ist die ganze Rollbande partiell kaputt gegangen. Und Elba! Giovanni Elber, der Mann dieses Spiels. Und die Handbewegungen zeigen an und die Fingerbewegungen. Ich war's, liebe VfB-Fans. Ich höre nichts. Elber möchte ich hören. Denn sie waren ihm so gram nach seinem Wechsel zum FC Bayern München. Und jetzt ist er mit seinen zwei Abschiedsgeschenken der Mann dieses Spiels. Melzig ist zu langsam für ihn in solchen Szenen. Und er macht das ganz lässig, brasilianisch. Nach Vorlage von einem Cottbuser Spieler. Ich glaube, Kronath war es, der ihm da maßgeschneidert den Ball auf den Fuß spielte. Und er tupft ihn nur kurz über Wehner. Schaut ganz cool, wann legt sich der flach. Und dann tupft er den Ball aus dem Fußgelenk über den Torwart. Das ist ein Brasilianer, wenn es noch eines Beweises bedurfte. Schade für Cottbus, ausgerechnet in einer Phase, wo die Mannschaft den Defensivverband etwas lockerte, offensiver wurde, macht der VfB, nachdem die Lücken sich da auftaten, jetzt plötzlich hinten bei Cottbus. Aber sollten sie auch anders machen, das 2:0. Balakow zeigte großzügig an, zu Poschner, darfst du die Ecken schießen. Wo
Bobic. Die VfB-Fans besingen die spielerische Klasse ihrer Mannschaft, die sie über weite Strecken der Saison gezeigt hat mit dem richtigen Lied. Oh, wie ist bzw. war das schön. Legat. Elber. Balakov. Die drei Magier. Bobic. Balakov. Ah, nicht der war im Abseits, nicht Bobic. Zimmerling. Spielerisch, vielleicht der beste Stürmer von Energie Cottbus. Aber auch im Sturm liebt Eduard Geier und die letzten Spiele gaben ihm recht mit Konetzke und Seifert mehr die Kämpfertypen. Es war die beste Chance eines Stürmers von Energie Cottbus im bisherigen Spielverlauf. Lasic, hinter den Spitzen jetzt, ein belebendes, spielerisches Element. Schauen Sie sich solche Zuspiele an. Ah, Irrgang, in aller Klasse vor dem Tor, aber da ist er halt doch ein bisschen zu langsam. Aber hat super gespielt. Nach vielen privaten Problemen, Detlef Irrgang in diesem Finale eine absolut einwandfreie Leistung. Aber auch Balakov wird noch mal beschenkt zum Ende des Spiels. Sie lassen ihm jetzt Bewegungsfreiheit, die Cottbusser. Hier sehen Sie es im Original. Wir haben es gesehen. Zöfel bleibt in Respektabstand, während wir schon auf die feiernden Fans geschaut haben. Und ich glaube, die Fans in beiden Lagern werden heute feiern. Die Cottbus haben Zelt aufstellen lassen in der Nähe des Olympiastadions. Dort soll bis 3 Uhr mit jedem, der kommen will, gefeiert werden. Tag der offenen Tür bei Energie Cottbus. Balakov. Jetzt kann er machen, was er will. Keiner tut ihm mehr was. Legat. Legat. Oh. Hossmann dachte sich, ein solches Tor von Elber. Schauen Sie, wie vorwurfsvoll der Elber da in Richtung Hossmann schaut. Wäre des Guten zu viel. Er darf ja zaubern, aber so sehr doch auch wieder nicht. Elber war schon in der Seitenlage. So endet alles, was nicht unfair, aber doch als Männersport begann in diesem Pokalfinale. Schiedlich, friedlich, äußerst harmonisch zwischen beiden Teams und auch zwischen beiden Fangruppen. Es ist eigentlich hüben wie drüben schon ein Hauch von Siegerehrung vor Ende dieses Spiels festzustellen. Dieses Mal vom Schiedsrichterassistenten sofort Foulspiel angezeigt. Etwas mühsam kommen die Abwehrspieler von Cottbus noch mal mit nach vorne bänken. Der Rotschopf vor der Strafraumgrenze, aber dann Hossmann. Wir hätten es ihnen alle gegönnt.
vor allem Zimmerling. Aber seit Lasic und Zimmerling im Spiel sind, kommt auch ein bisschen Torgefährlichkeit. Obwohl der fast im Abseits stand, der Zimmerling, von einem Stürmer und nicht nur von Irgang. Wunderbar von Poschner gespielt auf Elba. Balakow. Kilewitz. Balakow. Oh, was für eine Übersicht auf Haber. Den darf er nicht vergeben. Aber vielleicht ist er es gar nicht mehr gewohnt, dass er so weit vorne spielen darf, als Mandecker, der er ja bis zur Einwechslung von Thomas Schneider auch heute war. Respektlos der Pott genannt, aber der Pott fühlt sich wohl hier in Berlin. Die Atmosphäre stimmt, so müssen Pokalendspiele sein. Und auch einer, der in der Bundesliga gute Spiele geliefert hat, darf noch ins Spiel kommen, Dani Schwarz. Und Giovanni Elba darf sich von seinen Fans eine Minute vor Spielende und von seinem Trainer verabschieden. Das ist die Versöhnung. Nachdem Joachim Löw ja nach seinen Äußerungen, den Äußerungen Elbers gesagt hat, gegen die Mannschaft und gegen mich waren sie ja ganz sicher nicht gerichtet. Mehr gegen das Präsidium, das aber jetzt sicherlich auch in Frieden von Elber scheiden wird. So hoffe ich doch zumindest nach diesem Spiel. Soldo. Und Legert. Fast wie in früheren Bochumer Zeiten, wie er hier abgezogen hat. Hat mir das ja mal nett erzählt. Hermann Gerland hätte schon die Grundlagen gelegt, wie bei so vielen Fußballspielern, was die Schusstechnik betrifft. Der VfB Stuttgart ist Pokalsieger, und der sich am meisten drüber freut, meine Damen und Herren, ist der, der heute sein letztes Spiel für den VfB bestritten hat, der zweifache Torschütze Giovanni Elba. Sollte noch einer gezweifelt haben daran, dass der Elba sein letztes Hemd nicht mehr geben würde für den VfB, heute hat er sie alle widerlegt. Balakow und Elba, das waren die dominierenden Spieler in diesem Pokalfinale. Und wie schwer ihnen dieser Brocken Energiekottbus im Magen lag, den Stuttgart, dann sehen Sie an den Reaktionen der Bundesliga-Stars nach diesen 90 Minuten. Es gibt keinen Verlierer, meine Damen und Herren. Seien Sie mir nicht böse auf dieser Formulierung. Denn Energiekottbus hat dieses Finale nicht verloren, sondern im DFB-Pokal in dieser Saison nur gewonnen. Selten hat es kaum enttäuschte Fans bei einem Pokalfinale gegeben, und der Abschied von Giovanni Elba, der fällt allen Stuttgartern offensichtlich schwer. Und Joachim Löw, als ob er es nochmal symbolisieren wollte, ist als erstes auf Balakow zugegangen, um ihn zu beglückwünschen zu seiner exzellenten Leistung in diesem Pokalfinale. Was für ein Jahr auch für den jungen Stuttgarter Trainer. Wenige Tage vor Beginn der abgelaufenen Bundesliga-Saison erst zum Interimscoach befördert. Hat seine Aufgaben prächtig gemacht in den ersten Spielen der VfB Lange. Ein Meisterschaftskonkurrent. Da kamen viele Verletzungen, vielleicht auch einige Unbeherrschtheiten bei den Stuttgarter Spielern, die vieles kaputt gemacht haben, hinzu. Das wird sicherlich anders werden in der neuen Saison. Das war heute schon anders. Egal, ob sie gefoult wurden und wie hart sie genommen wurden. Es wurde nicht protestiert, also auch insofern hat Joachim Löw bereits gute Arbeit geleistet, und in seiner ersten Saison als Cheftrainer beim VfB wird er gleich Pokalsieger. Jetzt als vor 11 Jahren, als er die bittere Pille des 2:5 gegen die Bayern schlucken musste, heute schaut dies alles ganz anders aus. Thorsten Legert, ich habe es ja vorher schon mal erwähnt,
Cup erfahren. Mit Werder Bremen hier schon mal als Pokalsieger gestanden. Und der Kapitän Frank Verlaat, der sich heute sehr zurückgehalten hat, was die Offensive betrifft, getreu der Marschroute seines Trainers Joachim Löw, wird den Pokal als erster in Empfang nehmen. Der Bundespräsident hält ihn schon parat. Wunder, dass der Bundespräsident ein bisschen warten musste, weil sich der VfB-Präsident nicht von seinem Kapitän trennen konnte. Die Mannschaft des VfB, meine Damen und Herren, hat schon deshalb den DFB-Pokal verdient, weil sie in dieser Saison auch in der Bundesliga für viel Spielkultur gesorgt hat. Freddy Bobic. Wenn er jetzt noch den ganz großen internationalen Durchbruch in der Nationalmannschaft schafft, dann wird er ein noch größer, als er schon ist. Thomas Berthold, den international nichts mehr erschüttern kann. Giovanni Elber, der nach vorne geht, und der größte Applaus im Berlin-Olympiastadion, meine Damen und Herren. Das ist die persönliche Abschiedsfeier von Giovanni Elber, dem zweifachen Torschützen. Genauso groß der Beifall beim besten Spieler neben Elber, bei Krasimir Balakov. Marco Haber, den Joachim Löw für seine zuletzt guten Leistungen als Manndecker heute belohnte. Gerhard Poschner, auch schon mit reichlicher Pokal-Endspielerfahrung, vor allem im UEFA-Pokal. Und das Spreewasser, meine Damen und Herren, ist nicht das einzig feuchte Element hier in der Nähe des Stadions, sondern da ist schon manche Träne auf Reisen gegangen. Diese Szenen mit Kind und Kegel bei der Siegerehrung erinnern fast ein bisschen in netter Form an den UEFA-Pokal-Triumph des FC Schalke 04, als sich ähnliche Szenen nach dem Spiel abgespielt haben. Auf einen warte ich noch ganz besonders, das wird der Franz Wohlfahrt sein. Denn, meine Damen und Herren, keiner hat so sehr das Recht, diesen Pokal zu berühren wie der Torhüter des VfB Stuttgart. Und das wissen die Fans, denn wie viele Elfmeter hat er auf dem Weg in das Pokalfinale für den VfB Stuttgart gehalten? Ähnlich wie bei Schalke, alle Spielerfrauen unten auf dem Feld. Auch die Trainergattin kann stolz sein auf das Gespann Joachim Löw und Rainer Adrian. Mit die zwei größten Entdeckungen des VfB in dieser Saison. Auch wenn Matthias Hagner hier ein bisschen abgewiegelt hat. Und der Thomas Schneider schon das Trikot von Bobic trägt. Aber ist es ein Wunder, der Bobic hat schließlich auch schon in der Abwehr gespielt als Vorstopper und als Libero. Dann kann man sich den schon zum Vorbild nehmen. Ja, mein Thomas Schneider, man hat ja immer gesagt, der Verwöhnte, der nie ein ganz Großer werden wird beim VfB Stuttgart, dem alles mit seinem Talent in den Schoß fällt. Joachim Löw hat ihn zum richtigen Mann als Abwehrspieler und zum Pokalsieger gemacht. Freddy Bobic wollte unbedingt noch mal auf den Rasen. Auch Giovanni Elber.
bei dem ich das Gefühl habe, der ist den Gedanken überhaupt noch nicht bei seinem neuen Club, sondern der genießt jede Sekunde im alten Vereinstrikot. Bobic und Balakov. Selbst als Neutraler, meine Damen und Herren, muss man heute fast das Ende des magischen Dreiecks Bobic, Balakov und Elber bedauern. Boschner und Verlaz. Das ist das Präsidentenbild. Die Zeit der Samba-Schuhe ist zunächst vorbei beim VfB Stuttgart. Wir haben sicherlich, meine Damen und Herren, von der spielerischen Klasse her schon berauschendere Pokalendspiele erlebt, aber von der Ansetzung, von der Partie her, konnte es das auch nicht sein. Dennoch. Es war, weiß Gott, kein schlechtes Pokalendspiel mit einem verdienten Sieger und einer sich prächtig verkaufenden Cottbuser Mannschaft. Und das Vorspiel und das Nachspiel zu diesem Pokalfinale tragen alle Kriterien eines großen Fußballfestes. Mit diesem letzten Blick, meine Damen und Herren, auf den neuen deutschen Pokalsieger, den VfB Stuttgart. Und mit diesem letzten Beweis, den wir heute noch liefern wollten, dass zu jedem, wenn auch noch so schwachen Mann, eine starke Frau gehört, was wir durch die Bilder gebührend demonstriert haben, gebe ich endgültig ab zu den analytischen Fachgesprächen im Studio zu Waldemar Hartmann. Liebe Zuschauer, die beiden Trainer der Pokalfinalisten sind bei uns und Jogi Löw, zuerst mal Gratulation, natürlich auch im Namen der ARD, Dankeschön. Und jetzt steht da unten die Mannschaft mit dem Mannschaftsfoto und der Trainer ist nicht drauf. Also machen wir es gleich mal ganz kurz. Im ersten Jahr als Cheftrainer mit so einem Erfolg, das ist ein Traum, oder? Ja, ich kann es noch gar nicht so richtig begreifen. Es sind unheimlich gefühlvolle Eindrücke, die man hier jetzt erlebt und wahrscheinlich werde ich das erst die nächsten Tage mal richtig realisieren. Aber es ist natürlich ein unheimlich schönes Gefühl. Ich habe Jogi Löw ein bisschen was dazu sagen, was gut war und Edi Geier, was schlecht dabei war. Ja, am Donnerstag haben wir noch ein paar Standardsituationen trainiert und da hat dann Giovanni schon zwei, drei Eckballtore geköpft. Er ist immer richtig Richtung ersten Pfosten gelaufen und heute hat es geklappt. Edi Geier, das habt ihr aber auch gewusst, ne? Wie die Stuttgarter die Standardsituation spielen. Ja, wir haben alles gewusst und hier, wir sehen das ja. Der Sven Benken kommt zu spät und der Kai Wehner sieht auch nicht ganz gut aus. Das war eigentlich schade. Wir kommen zur 49. Minute und da hätte das Spiel noch mal richtig interessant werden können. Eine riesige Chance für Cottbus. Das macht er fast mit Giovanni Elbe oder Krasimir Balakov, die Situation. Ja, und dann versagen die Nerven. Oder? Ja, wir haben in der zweiten Halbzeit ganz gut begonnen und das war auch sehr gut vom Organ gemacht, aber er hat dann nicht mehr geguckt, er hat nur noch geschossen und er macht eigentlich solche Dinger rein, dafür ist er gut genug. Aber im Gegenzug fiel leider schon das 2 zu 0. Genau das ist passiert, 2 oder 3 Minuten später war das 2 zu 0 und da waren sich alle einig hier, das war's jetzt wohl, wir schauen uns das auch an in der 52. Minute. Wenn man das genau gesehen hat, die Vorlage kam gar nicht von Balakov, die kam vom eigenen Spieler aus Cottbus, ja? Ich glaube, es war ein Spieler von Cottbus, der die Vorlage gegeben hat. Und solche Tore, die macht normalerweise halt nur der Giovanni Elber. Er wartet, bis der Torhüter am Boden ist und hebt ihn dann etwas an. Und das zeichnet natürlich ihn als Klassenstürmer aus. Da
weiß man, was man an einem Brasilianer hat, wenn man die Bilder sieht. Aber man weiß auch, was man an Krasimir Balakov hat. Denn ich denke, er war die entscheidende Figur heute im Spiel des VfB. Ja, der Krasimir, der hat heute sehr viele Zweikämpfe in der Offensive gewonnen, hat sehr viele Bälle genial auch nach vorne gespielt, ist sehr viel gelaufen. War für ihn nicht einfach mit dem Sonderbewacher, aber er hat ihn wirklich auch tot gelaufen und immer wieder unsere Angriffe inszeniert. Und er hat heute natürlich insgesamt ein sehr starkes Spiel gemacht. Die Geier, Sie haben mal gewechselt während des Spiels, weil vielleicht möglicherweise auch noch ein Platzverweis da drin war. Der war nicht in den Griff zu kriegen heute, ne? Nee, Balakov, das wussten wir, dass der nie über 90 Minuten zu binden ist. Und natürlich waren die Stuttgarter am Ball geschliffener und runder. Aber wir hatten auch unsere 2, 3, 4 Chancen und darauf haben wir spekuliert. Wir hätten sie noch mal richtig ärgern können mit dem 1:1. Das ist nicht gelungen, aber mit insgesamt von Spielanteilen und so weiter geht der Sieg natürlich in Ordnung. Wir haben eine Riesensaison gespielt. Man sollte auch jetzt der Mannschaft noch mal ein Riesenkompliment machen, dass wir hier noch mal auch, sag mal, nicht so untergegangen sind. Es war vielleicht insgesamt ein gutes Finale, auch aus unserer Sicht. Man muss natürlich auch betrachten, dass das Klassenunterschiede waren. Regionalliga zur ersten Bundesliga. Und aus dem Sinne sind wir traurig, aber können trotzdem noch etwas drüber lachen. Aber ich denke, Sie haben auch mitbekommen, was alleine das Erreichen für die Region Cottbus wert gewesen ist. Was sich da in den letzten Wochen ereignet hat, war ja unglaublich. Das war besser als jeder Marshallplan. Ja, das denke ich auch. Das war sensationell. Und die Leute sind ganz, ganz ehrliche Leute, die Fußball lieben. Und ich bin auch froh, dass unsere Fans schon mitgegangen sind und dass wir noch einen guten Jahresabschluss hatten. Jogi Löw, dann gab es zufälligerweise kurz vor dem Pokalfinale noch Feuer auf dem Dach beim VfB Stuttgart. Haben Sie wirklich ernsthaft mal überlegt, Giovanni Elber heute nicht einzusetzen? Nein, das habe ich eigentlich nie. Das hat ja mit dem Sportlichen überhaupt nichts zu tun gehabt. Ich habe gesehen, dass der Giovanni Elber die letzten Wochen sehr konzentriert trainiert hat. Und ich habe genau gewusst, dass er heute auch ein Tor macht. Und deswegen habe ich ihn spielen lassen. Giovanni Elber war zwar in der Kritik in den letzten Wochen, aber ich habe gesagt, ich stehe zu ihm, wenn er eben für die Mannschaft alles gibt, wenn er rennt bis zum Schluss. Das hat er immer gemacht im Training und hat heute, denke ich, das bewiesen und dieses Vertrauen zurückgegeben. Jetzt entlasse ich Sie beide mit einem herzlichen Dankeschön, dass Sie sich durch den Menschen hier noch durchgewunden haben. Und Eddie Geier, wir zwei, liebe Zuschauer, wir kennen uns schon lange, haben schon Bier zusammen auf dem Oktoberfest getrunken. Und als der Schmäh groß war, als ich Chemnitz mit Cottbus verwechselt habe, Eddie, habe ich mir gedacht, ich schreibe dir mal auf den Globus auf, die Höhen und Breiten gerade. Jetzt weiß ich, wie Cottbus ist. Herzlichen Dank nochmal. Ja, ich denke, wir vertragen uns wieder. So ist es. Okay. Jetzt geht er zu den Mannschaften und feiert mit Kräften. Danke, Jogi Löw. Danke, Eddie Geier. So, liebe Zuschauer, hier geht es jetzt ein bisschen drunter und drüber, aber das ist, denke ich, normal, wenn es so viel Freude, so viel Spaß heute hier gegeben hat und so viel unheimlich tolle Stimmung. Ich denke, wir lösen jetzt zuerst einmal unser Gewinnspiel auf. Das gab es zu gewinnen. Die Preise. Der Mazda 323F, der sportlich elegante Fünftürer, glänzt durch Alltagstauglichkeit und Zuverlässigkeit. Der Mazda 323F im Wert von 28.000 Mark. NKL, die Nordwestdeutsche Klassenlotterie, stiftet ein Traumwochenende mit Ballonfahrt für zwei Personen. Und je 5 NKL-Lose, mit denen Sie bis zu 10 mit. Sicht der Cottbusser, die in der zweiten Halbzeit auch ein wenig offensiver gespielt haben. Und die zweite Halbzeit vor allen Dingen mit einem überragenden Balakov auf Seiten von VfB Stuttgart, muss man wirklich diese zweite Halbzeit hervorheben. Und der Sieg geht auch in Ordnung. So, ich muss jetzt ein bisschen rübergehen. Ich darf das der Regie sagen, ich habe nichts mehr im Knopf. Ich höre also da nichts mehr, höre den Berti auf die Entfernung eigentlich auch nicht. Zur Leistung der Cottbusser, denke ich, muss man was sagen. Man muss hohen Respekt zollen, denn die hatten am Anfang der zweiten Halbzeit ja durchaus die Chance, das Spiel nochmal völlig umzudrehen. Ja, das stimmt. Vielleicht im Nachhinein sagt man, warum hat man nicht am Anfang diese Chance gesucht? Aber man hat nachher auch das Spiel umgestellt. Man hat nicht nur mit weiten Pässen operiert, sondern mit Kurzpassspiel. Und da hatte man auch die ein oder andere Chance. Der VfB Stuttgart mit einigen Leuten, die bei Ihnen im engeren Kreis sind oder feste Nationalspieler, wird den deutschen Fußball, denke ich, würdig vertreten. Nochmal die Frage, was wäre denn gewesen, wenn Energie Cottbus hätte international spielen wollen? Was sagt der Bundestrainer dazu? Naja, auch da hätten wir mitleben können. Und ich glaube, es wäre auch für die Region unheimlich wichtig gewesen, mal im europäischen Wettbewerb mitspielen zu dürfen. Es wäre auch gut gewesen für den Club Cottbus. Man hätte sehr, sehr viel Geld verdienen können und man hätte dementsprechend auch die Mannschaft noch verstärken können. Ich bedanke mich herzlich bei Berti Fuchs, dass er heute so lange für uns Zeit gehabt hat hier im Ersten.
Liebe Zuschauer, wenn ich jetzt ein Zeichen von der Regie bekomme, wo wir hingehen, dann wäre das ganz gut. Wir stehen nämlich so ein bisschen im dichten Nebel, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir versuchen mal nach Stuttgart oder nach Cottbus zu schalten. Ja, jetzt höre ich das. Wir gehen auf den Marktplatz nach Stuttgart. Dort wird sicherlich die größte Stimmung sein und die beste Stimmung sein bei den vielen Tausend, die sich dort versammelt haben, unter ihnen Andreas Spellig. So ist es, Waldi. Während die Mannschaft in Berlin noch den Originalpokal präsentiert, geben wir uns im Augenblick noch mit der Replik hier auf dem Rathausbalkon zufrieden. Aber morgen ist es soweit, dann wird die Mannschaft hier auf dem Rathausbalkon den DFB-Pokal den begeisterten Fans präsentieren. Und ich bin mir ziemlich sicher, viele von denen, die jetzt da unten stehen, die werden morgen dann auch wieder dabei sein. Und die Fanstimmung ist grandios. Sämtliche Fangesänge, die es so gibt im Repertoire, die wurden hier schon abgefeiert. So ein Tag, so wunderschön wie heute, gerade eben Queen, We are the Champions. Und natürlich während des Spiels, da wurde gesungen, wir holen den DFB-Pokal. Das wird jetzt sicherlich abgeändert in das Lied, wir holen den Europapokal. Das Wetter hat mitgespielt, passend zur zweiten Halbzeit kam dann endlich die Sonne raus. Das Wetter hat also die Fans versöhnt, aber auch etwas anderes, nämlich Giovane Elber. Eine Riesenbegeisterung hier, als er ausgewechselt wurde, als er im Interview war und natürlich, als er den Pokal in die Höhe gereckt hat. Und woher war das? Natürlich dank der zwei Tore. Und da war hier natürlich eine Bombenstimmung auf dem Marktplatz, als ihr Giovane Elber den VfB Stuttgart zum DFB-Pokalsieg geschossen hat. Hier die Reaktion nach seinem ersten Tor. Also von angeblichen Missstimmungen, da ist jetzt nichts mehr zu spüren. Er hat sich zurückgespielt, auch wenn er zum FC Bayern München geht. Auch für ihn morgen sicherlich ein Riesenempfang. Ich bin mir sicher, hier wird die ganze Nacht noch durchgefeiert werden, bis dann morgen Nachmittag die Mannschaft eintrifft. Das soll es erstmal gewesen sein. Kleiner Stimmungsbericht hier aus Stuttgart, aus der Schwabenmetropole. Damit zurück in die Hauptstadt nach Berlin. Olympiastadion und der Thomas Berthold ist bei uns und hat gerade die Bilder mitverfolgen können. Ich glaube, ein paar Grußworte nach Stuttgart sind angebracht, ne? Ja, auf jeden Fall. Wir haben ja vor Wochen die Feier in Dortmund gesehen, die Feier in Schalke. Und ich glaube, die Stuttgarter werden uns am Morgen genauso einen Empfang gestatten, wie die anderen Mannschaften auch erlebt haben. Thomas Berthold, Sie haben ja schon eine ganze Menge mitgemacht. Nationalmannschaft, Vereinsmannschaften. Heute, was für einen Stellenwert hat das? Ja, einen ganz hohen Stellenwert, muss ich sagen. Denn ein Endspiel hier in Berlin ist immer was Besonderes. Und ich bin überglücklich. Das kann ich gut verstehen. Vielen Dank. Ich glaube, jetzt wird noch kräftig gefeiert. Ich gehe weiter zu Waldemar Hartmann. Danke. Waldemar Hartmann, bitte. Ja, Gerd, ich denke, wir sind die Letzten, die hier noch ohne den guten Tropfen auskommen müssen, weil wir noch bis 21.30 Uhr auf Sender sind. Ich denke, Trauer wird sich nicht verbreitet haben in Cottbus, Steffen Simon. Ich denke, dort sind die Leute genauso happy wie hier im Olympiastadion. Also ich denke mal, so sehen keine Verlierer aus. Ja, was sich hier abgespielt hat in 90 Minuten war schon klasse. Es gab keinen Moment, wo die Fans nicht laut waren. Es gab ja mal im Olympiastadion diese Szene, wo die Spieler ihre eigenen Fans im Olympiastadion aufgefordert haben, ein bisschen lauter zu sein. Hier waren sie die ganze Zeit laut. Gucken wir uns nochmal an, möchte ich Ihnen unbedingt zeigen, in der Halbzeit, wie die hier gefeiert haben. Also, mal schnell auf den Herrenfeen, ist ja gut, Freunde. Ho, Brauner, ho, nur die Ruhe, ja. Es war wirklich klasse. Ich denke mal, die Mannschaft hat heute Werbung für sich gemacht und die Fans haben es heute auch auf jeden Fall gemacht. Haben sich immer wieder damit getröstet, dass sie in der zweiten Liga sind. Und da werden sie, sowohl die Mannschaft als auch diese Fans, sicherlich eine Bereicherung sein können. Schlussende aus, zurück nach Berlin. Zweite Liga. Also, die Stimmung auch in Cottbus in der Lausitz. So sehr toll und so super, so sehen wirklich keine Verlierer aus. Und da unten steht noch einer, da müssen wir jetzt auf Tafel 150 wahrscheinlich die deutschen Untertitel abrufen. Ein Österreicher, der Pokalheld des VfB mit Gerd Delling. Also so schlimm ist das nicht, Waldemar Hartmann. Den versteht man schon ganz gut, den Franz Wohlfahrt. Und er hat noch Unterstützung mitgebracht. Schönen guten Tag. Wie heißen Sie? Hallo, Silvia. Das Messer auf. Aha, also doch. Ich bin hier morgen. Das habe ich verstanden. Ja, weil wir gerade ein bisschen über Sprache gesprochen haben mit Waldemar Hartmann. Franz Wohlfahrt, schöner Tag, oder? Ja, sehr schön. Sieg meine Frau noch 14 Tage wieder. Das ist fantastisch, der Tag. So lange im Trainingslager gewesen? Ja, mit der österreichischen Nationalmannschaft und jetzt mit Stuttgart immer weg. Ist ja wunderschön, wenn endlich meine Frau wieder in die Hände habe. Da kann ich das gut verstehen, dass sie auch dabei ist. Sie sind sicherlich auch froh, dass Sie ihn sehen. Haben Sie ihn schon mal so glücklich gesehen oder glauben Sie, das ist der größte Erfolg für ihn? Ich glaube, sportlich ist es sein größter Erfolg und ich glaube, dass er sobald niemand mehr so glücklich ist. Warum?
Ja, jetzt dauert es wieder bis zur nächsten Meisterschaft. Ach so, ja, dann geht's ja noch. Ein Jahr dauert es. Franz, wenn Sie mal zurückblicken, zum VfB Stuttgart gekommen, gleich mächtig eingeschlagen. Dann gab es hier und da mal so ein paar Szenen, wo manch einer ein bisschen Häme ausgeschüttet hat. Ja. Und jetzt ist irgendwie so alles vorbei. Jetzt ist der große Erfolg da. Jetzt wird sich da auch etwas ändern? Also, zur Frage am Anfang, alle, die Häme über mich geschüttet haben, haben es leider Gottes zu Recht getan. Also ich habe ja im Herbst 2 oder 3 Tore bekommen, die darf ich nicht kriegen. Und das habe ich mir zu Herzen genommen und habe auch gewusst, solche Tore kriege ich auch nicht mehr, also nicht mehr so schnell. Vor Fehler ist man nie gefeit, aber ich habe unglaubliche Tore gekriegt. Und deswegen habe ich damit kein Problem gehabt, weil ich gewusst habe, okay, das ist eine Serie, eine negative, und bin aber stark genug, dass er eine positive hinlegt, beziehungsweise die Mannschaft. Und ich glaube, über die Meisterschaft braucht man nicht unzufrieden sein, und mit dem Titel heute ist natürlich das Jahr fantastisch gewesen. Ich muss sagen, das hat mich überzeugt. Ich glaube, die Fehler kommen nicht mehr vor. Danke Ihnen. Glaube ich alle. Viel Spaß. Ciao. Ja, liebe Zuschauer, das war Franz Wohlfahrt, der Österreicher. Und dieser Sieg des VfB Stuttgart, das wissen die Fußballfans, bedeutet auch für einen anderen deutschen Bundesliga-Verein einen gewaltigen Sprung, nämlich in den UEFA-Pokal. Die Stuttgarter jetzt im Europapokal der Pokalsieger und 1860 München als Sechster in dieser Tabelle ist jetzt mit im UEFA-Pokal. Einige Spieler und Fans haben in einem Münchner Hotel gefeiert. Wir scheinen einfach mal ganz kurz rein beim Tor der Stuttgarter, wie es dort zugegangen ist. Das also war das 1:0 durch Giovanni Elber für den VfB Stuttgart im Hotel mit Spielern des TSV 1860 und mit einigen Fans. Naja, die Freude ist ein bisschen gemäßigt, wenn ich das richtig beurteilen kann. Aber bei den Blauen hat es zum Schluss ja auch ein bisschen Krach gegeben. Aber ich denke, jetzt wird alles wieder beruhigt sein. Jetzt wieder zu Gerd Delling. Hier ist der Pott. Endlich haben wir ihn und endlich ist auch Marco Haber dabei. Einer, der heute, glaube ich, am meisten mit froh ist, nicht? Wenn Sie mal so dran denken, mit auf der Aufstellung von Anfang an und dann dieser Sieg und den Topf mitgebracht. Ja, natürlich ist ein überragender Tag für den Verein, für Stuttgart und für mich persönlich natürlich auch. Weil im Vorfeld, glaube ich, auch alle gerechnet haben, dass ich überhaupt nicht spiele. Aber mir war es von Anfang an klar, nach den letzten Leistungen, nach dem Training, dass ich von Anfang an dabei bin. Das muss ein gutes Gefühl sein, wenn man spürt, dass der Trainer, wenn man mal sich wieder richtig reinhängt und was macht, einem auch eine neue Chance gibt. Klar, das möchte ich mich auch bedanken für das Vertrauen. Und ich glaube, ich habe das mit der Leistung zurückgegeben. Und es ging jetzt schon das ganze Jahr aufwärts und das war jetzt die Krönung für die Saison. Jetzt hat der VfB Stuttgart endlich nicht nur den Topf, sondern seinen Titel. Hat endlich gezeigt, die können den Sack auch zumachen. Was kann denn da als nächstes noch kommen? Neue Ziele? Ja gut, da brauchen wir jetzt gar nicht drüber reden. Wir haben jetzt erstmal heute einen grandiosen Tag erlebt und wollen jetzt feiern und das genießen. Und dann gehen wir mit neuem Selbstbewusstsein, mit neuen Taten in die neue Saison. Ich merke schon, der ist ganz schön schwer und der wird noch schwerer, da muss noch was rein. Ne? Ja, da gehen ein paar Liter rein und ich glaube, dass wir den ein paar Mal leer machen heute Abend. Okay, viel Spaß dabei. Danke. So, meine Damen und Herren. Am Sonntag in der Sportschau. Der DFB-Pokal und seine Folgen. Borussia Dortmund und die Frage, wie geht's weiter? Der Torschütze des Monats Mai. Und der Klassiker im Galopp, das Oppenheim-Union-Rennen. Die Sportschau, morgen Abend, 18.08 Uhr im Ersten. 6 Stunden Fußball aus Berlin, aus der Hauptstadt, aus dem Olympiastadion mit Show von Udo Jürgens gemixt, sind zu Ende gegangen. Die Bildregie hatten Günter Baumhauer und Volker Drews. Das ARD-Team verabschiedet sich und wünscht Ihnen noch einen schönen Samstagabend. Wiedersehen. La la.